Ja, mancher traut seinen Augen wohl wirklich nicht. Eine Party mitten in Corona-Zeiten, so als wäre rein gar nichts. Halbwegs normal feiern, möglich ist es, weil hier alle geimpft oder genesen sind. Das Holy Festival, das am Wochenende in der Wedemark bei Hannover stattfand, erinnert auch DJ Joost Music an fast schon vergessene Zeiten. Es ist super geil, endlich mal wieder auflegen zu können vor so vielen Leuten. Alle sind geimpft, alle sind genesen. Es gibt nichts Besseres. Insgesamt 1000 Partywütige feierten hier am Wochenende ausgelassen. In den Vorjahren waren es sonst immer so um die 4000. Zumindest etwas Abstand sollte halt eben doch schon eingehalten werden. Auch wenn das mit den 2 Metern nicht immer ganz so geklappt hat. Zur Sicherheit mussten ja aber auch alle geimpft oder genesen sein. Nur eine der vielen Auflagen, die die Veranstalter berücksichtigen mussten. Als Veranstalter ist man bewusst, dass man immer Auflagen hat, die von der Genehmigung her abhängig sind. Diese Corona-Auflagen nerven halt im besondersten, wenn die Gesundheitsämter nicht reagieren. Wenn man eine konkrete Info hätte, würde einem das unheimlich viel weiterhelfen. Das ist in Osnabrück so gewesen, wo wir die Veranstaltung machen, in Hannover leider nicht. Und diese lokalen Unterschiede sind halt sehr nervig für uns. Am Ende ist er trotzdem zufrieden. Auch die Region Hannover hatte nichts zu bemängeln. Und das Partyvolk? Da die Anwesenden alle eh schon geimpft sind, hat hier scheinbar niemand ein Problem mit der 2G-Regel. Außerdem heizen ihn den ganzen Tag über 7 DJs ordentlich ein. Klar, dass da dann nur positives Feedback kommt. Es ist mega schön, ja. Es ist echt cool. Nur ungewohnt. Geht mal wieder was. Aber es ist ungewohnt, so viele Menschen wieder zu sehen. Aber es ist auch schön. Es finde ich vernünftig. Man fühlt sich ein bisschen sicherer. Also ich habe da jetzt ein besseres Gefühl mit. Es ist draußen. Wir sind genesen, geimpft. Also ich finde das super. Endlich mal wieder raus. Freiheit. Freunde treffen. Leben. Ohne Corona. Mega. Wir wollen ja einfach feiern. Wir wollen Spaß haben. Wir wollen das Leben zurückhaben, was man so schön sagt. Damit spricht er wohl allen aus der Seele und nicht nur denen, die sich an bunten Farben und lauter Musik berauschen können. Ein Stück Leben, ein Stück Normalität, das gab es hier jedenfalls wirklich.